Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Heart Gold. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir diese Eishöhle angefangen und wir wollen sie auch weitermachen und eigentlich auch beenden. An dieses Item kommt man jetzt nicht ran, aber man kann es ja einfach übergehen. Ich weiß auch bis heute nicht, warum dieser Zertrümmererstein da liegt. Ich weiß es nicht. Ewiges Eis findet man hier. Erhöht die Attacken vom Typ Eis. Ich glaube um 10 oder 15%, aber ich will nicht lügen, deswegen halte ich jetzt mal meine Klappe. Lange ist es nicht mehr. Und okay. Ach, ich bin jetzt nur wegen dem Item hier oder was? Ja. Ja. Chillig. Oh, Lawine. Ja, brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir haben ja Eisstrahl. Eisattacken sind auch für die nächste Arena nicht dumm, dadurch, dass sie eine Drachenarena ist. Ja, sollte mal jedem klar sein, dass das eine Eisarena sein, Drachenarena sein wird. Mir fehlt hier immer noch eine bestimmte Person. Okay, ich weiß schon, wie man den Stein schieben muss, um das Item ranzukommen. Oh, muss ich schon wieder mit dem Stein sprechen? Das ist relativ nervig bei den VMs. Dass der immer noch mit denen reden muss. Also sozusagen mit dem Stein. Ich weiß, es klingt relativ komisch, aber ja. Pokémon Logik FDW. Ja, mal. Ja, braucht kein Mensch. Das sind alles diese Drogen, die ich nie benutze. Geh mal hoch. Neues Thema werde ich jetzt nicht anschneiden, weil die Eishöhle ist jetzt eigentlich so gut wie vorbei. Über Pokémon Z werden wir ein späteres Mal sprechen. Und guckt euch das an, die Kimono-Girl-Dame. Oh, ich kenne dich doch, Louis. Welch eine Überraschung. Darf ich offen mit euch sein? Hat meine Sohlen auf Grundeis festgefroren. Allein bin ich verloren, gefroren. Hihihi. Das reimt sich sogar. Bitte gebt mir einen Schubs. Befreit mich aus meiner Not. Rums. Ihr seid wirklich eine gute Seele. Vielen Dank. No problem. Aber ich habe gesehen, dass da noch ein Item ist. Und das möchte ich natürlich haben. Oh, relativ geil, Alter. Ich bin so gut. Sonst schaffe ich das gar nicht so schnell. Jetzt muss ich ihn noch rausfinden. Geil. Ich habe es zum Item geschafft, aber finde den Weg nicht raus. Jetzt wird das alles so skillig gemacht und dann finde ich den Weg hier nicht raus. Nach draußen oder was? So schwer war es doch nicht! Meine Güte. Alles so skillig gelöst in diesem Ding, aber dann hier verkackt oder was? Was ist das? Ich dachte, du bist ein Trainer. Wow! Du bist über den Eisfahrt gekommen. Dann musst du extrem talentierter Trainer sein. Right, bitch. Und ich verprügle jetzt die Arenaleiterin. Und wir sind jetzt in, wie heißt die Stadt? Ebenholz City. Dankeschön. Ebenholz City ist eine sehr coole Stadt und hier gibt es auch eine sehr wichtige Person, nämlich den Attackenerlerner. Und wir beginnen einfach gleich mal die Stadt zu erkunden. Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Pech. Hast du ein Dragonier weiblich? Möchtest du es gegen ein Dodri tauschen? Nein, das ist ein dummer Tausch. Nicht tauschen? Schade. Ja, ich weiß, es ist sowieso ein dummer Tausch. Oh, dein Pupita. Du musst dich mehr anstrengen, was? Dann gebe ich dir ein schönes Geschenk, okay? Ich möchte Geschenke haben. Hier, komm, Ruffy liebt mich, der küsst mich schon die ganze Zeit. Oh, dein Igelava. Ruffy, warum hast du mich? Du sagst. Spaß! Ey, Ruff, du bist so ein Arschloch, ey. Na, warte mal, ey. Ich nächstes Mal mit dir teile, Alter. Dann kriegst du das zurück, Junge. Du blöder Bastard, ey.
Aura. Auru. Stimme in deinem Kopf. Oh, ich höre. Ja, bloß Radio. Ja, überhaupt kein Stranger-Typ. Ja, hallo, willkommen im Pokémon Center. Ja, die Schwester Joy synchronisiere ich natürlich nicht. Das wäre dumm. Weil die labern ja immer genau das Gleiche. Aber wie gesagt, über das Thema Pokémon Z werden wir uns später noch überhalten. Genau. Unterhalten, junger Mann. Es gibt noch einige Stellen in diesem Spiel, wo man sich über einige Dinge unterhalten kann. Aber okay. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Die fähigsten Trainer des ganzen Landes kommen dort zusammen. Aha. Aber übrigens, wer denkt, ich habe die Alfrutin vergessen, keine Sorge. Die habe ich nicht vergessen, die werden wir noch machen. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es gibt da eine ganz bestimmte Attacke, die man einem Pokémon unbedingt beibringen möchte. Also, suchst du den Attackenlerner und Attackenvergesser? Der ist hier in der Stadt. Auf der Rückseite der Arena liegt eine besondere Höhle, in der die Arena-Leiter auf ihr fähiges Training machen, Alter. Krass. Geh auch mal hin. Voll Bankdrücken. Hallo. Oh, sag mal, lässt du deine Pokémon auch manchmal Attacken vergessen? Ich will sie eigentlich was beibringen. Aber okay. So, ich laufe die ganze Zeit schon ohne Trinke herum. Das geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Deswegen, Typi, verkauf mir was. Hyperbälle, genau, das bräuchte ich. Ich hoffe, es gibt ja auch Finsterbälle. Nehme ich mal 10 Stück mit, weil wir fangen bald das Ligi. Nein, ich bräuchte Tränke, Junge. Schmeiß mich nicht gleich aus deinem Laden. Ach komm, ich nehme Hypertränke. Ich nehme 13 Stück. 15 Stück. Schön, wenn man 10 kann, ne? Schutz. Nehmen wir mal 20 mit. Dann haben wir erstmal für die nächste Zeit ausgesorgt. Jetzt schauen wir noch, was der Typi da verkauft. Was hast du denn so? Oh, Finsterbälle! Yippisch! Nehme ich gleich mal 15 Stück mit. Geil, ich hab Finsterbälle. Flottbälle, hab ich die noch? Oder hab ich die schon verballert? Ja, ein Nugget hatte ich noch. Kannst du haben, schenke ich dir. Wenn du mir 5000 Poké-Dollar gibst. wer steht denn hier noch so rum? Top-Beleber füllt die AKP deines bewusstlosen Pokémon vollständig auf. Im Supermarkt gibt es sie leider nicht zu kaufen. Oh, und Vorsicht mit den AP. Pokémon werden die AP nicht aufgefüllt. Ist nicht so wie eine Schwester Joy. Topschütze hält schwache Pokémon vom Leib. Und Ruffy. Von allen Schutzsprays hält die Wirkung von Topschütze am längsten, aber gegen Ruffy ist sie meistens uneffektiv. Schon kacke. Gibt es kein Ruffy-Schutzspray oder so? Ich würde es gerne kaufen. So, Omi, was hast du denn? Emerald City ist die Heimat eines alten Clans, der tiefsten Geheimnisse der Drachen-Pokémon ergründet hat. Aus diesem Grund sind über diese Orte zahlreiche Legenden überliefert, die sich um die Drachen-Pokémon ranken. Crazy. Und was bist du? Tratiti, Dra! Okay. Sag ich auch immer, wenn ich aufstehe. Dra! Wer lebt hier? Aus des Attacken. Vergessen, wieder zu erinnern. Genau, da möchte ich hin. Und ich möchte gucken, ob mein Chirox was Cooles. Oh Gott, wer steht denn hier alles rum? Ist hier eine Hausparty? Nee. Wer warst du da eigentlich nochmal? Wer bin ich überhaupt? Ach ja, ich bin der Attackenverlerner. Wollen deine Pokémon irgendwas vergessen? Nö. Dann komm einfach wieder, wenn sie irgendwas vergessen sollen. Ich bin nämlich der Gute. Mein Pokémon. Du kannst
dich an den Pokémon Attacken Maniac nennen. Ich kenne alle Attacken, die dein Pokémon erlernen kann. Okay, deshalb kann ich deine Pokémon selbst beibringen, was sie schon mal vergessen haben. Oh. Gegenleistung? Eine Herzschuppe mitbringst. Nein! Kannst du mir nicht wenigstens sagen, was der noch erlernen könnte? Nö. Oh, jetzt wird mir ernsthaft... Ne? Das habe ich nicht gelesen. Gute Einstellung. Keine Ahnung, was ich wollte. Krieg ich eine Herzschuppe geschenkt? Ach, die ultimativen Attacken. Ja. Das hier Lohnkanonade und sowas, ne? Nee, keine Ulti... Ach, nur... Moment, ist das die ultimative Drachenattacke? Hier. Draco-Meteor. Ich glaube, man kann bei dem Draco-Meteor erlernen. Okay, hier geht's Route 45. Da wollen wir aber nicht hin, denn wir wollen ja zur Arena. Obwohl, wie viel Zeit haben wir noch? Hälfte der Zeit ist vorbei. Dann können wir weitermachen. Ich hätte mal im Internet nachgoogeln, was mein Scheros noch erlernen könnte. Dann suche ich nach Schutz. Schutz, genau. Superflui. Dann suche ich nach einer Herzschuppe. Alle Trainer, die den Pokémon Drachenprofi sind, sind in Ebenholz City geboren. Also auch dieser komische Siegfried. Weiß. Sandra, unsere Arena-Leiterin erwartet dich bereits. Aber ein mittelmäßiger Trainer könnte sie niemals besiegen. Halt die Fresse! Ich hab Melly. Und genau das reicht. Ja, wir kämpfen hier natürlich in einer Drachenarena. Größtenteils haben die leider auch Wasser-Pokémon. Und das wird das Problem sein für Ruffy und Technomax. Für Quantapy. Der Jigger, kann ich den gebrauchen? Ich denke mal schon, ne? Vor allem mit Donner kann er richtig geil abräumen, ne? Chiros könnte was nutzen. Konfustrahl kennt so eine Badass-Attacke. Stimmt, wir haben doch Ego-Trip. Anwender versucht, die Gegner unterkörpern. Das ist möglich. Ja, doch. Wenn er nicht gewonnen-hittet wird. Hey, du, zukünftiger Champion-Spiel. In der Arena ist es gefährlich. Man hat nie festen Boden unter die Füße. Du packst deine Pokémon lieber weg. Gut. Und unter uns Eingemachten. Sandra setzt auf mythische, ehrenwürdige Drachen-Pokémon. Mit Kuschelattacken kommst du bei diesem Typ nicht weit. Doch, kommt man, Fehltyp. Man hört allerdings, sie seien anfällig gegen Eis. Ja, hier darf man tatsächlich seine Pokémon nicht mit sich rumtragen. Und hier verstummt tatsächlich die Musik. War das schon immer so, dass hier die Musik ziemlich stark verstummt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wen der Typ als erstes hat. Aber ich denke mal, dass er gleich mal ein Drachen-Pokémon rauskloppt. Deswegen, komm Melly, du musst ein bisschen trainieren für die Arena. Ich weiß gar nicht, welches Level Sandra hat. Ich glaube, die sind bestimmt sehr hoch. Das werden wir jetzt gleich in der Arena sehen. Dratini, welches Level? 35! Dann wird sie locker 38 oder sowas haben. Krass. Krasse Scheiße. Oh, quit. Ja, reicht natürlich. Ein Dratini ist jetzt nicht so stark und außerdem hat Melly den Eistypen inne. Also, die Dratinis kann sie wegsweepen, aber bei Dragonier wird schon ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal. Kann eine Attacke reichen, weil Erstrahl ist halt schon stark. Melly wird ja hier trainiert in der Arena. Wird sie mit 35 vielleicht. Okay, sehen wir. Wird sie vielleicht mal 35 zur Arena-Leiterin kommen und dann kann sie
gleich ihr Dragoniers wegkloppen. Sie hat doch ein sehr gutes Pokémon-Team. Also wer das Spiel schon mal gespielt hat, der weiß, dass Sandra eine starke 8. Arena-Leiterin ist. Boah, geil. Ich finde es so cool, dass Donner trifft. Wir haben so viel Glück mit Donner. Obwohl wir keinen Regentanz haben. 34. Ich denke mal, größtenteils werden hier Melly und Jajika kämpfen. Wie gesagt, hier tauchen größtenteils halt Wasser-Pokémon auf und Drachen-Pokémon. Und die kannst du halt nur wegsweepen, wenn du halt Eis oder Elektro oder Pflanze auch noch hast. Aber Pflanze ist meistens nicht so gut dadurch, dass die hier größtenteils auch Eisattacken drin haben in ihrem Moveset. Und das könnte halt zu einigen Problemen geben. So, Eisstrahl. Problem ist natürlich auch, dass wir nur 10 AP haben. Aber wenn wir vor der Leiterin sind, mache ich das wie immer. Ich gehe zurück zum Pokémon Center und heile mein Team. Eigentlich hätte ich die ganze Arena in der nächsten Folge erst reingepackt. Naja, jetzt machen wir hier noch ein bisschen. Boah, da kommt schon das erste Dragonier, Alter. Jetzt können wir gleich mal testen. Reicht das? 37, Alter. Die haben... Drachen. Okay, das ist schlecht. Drachenwut zieht nur 30 KP ab. Ist immer standardgemäß. Reicht das gegen ein Dragonier auf Level 37? Nein. Na, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass Melly mindestens auf 35 raushaut und dass sie wirklich nur 37er Dragoniers hat. Dann könnten wir es wegsweepen. Stimmt, ich kann ihr... Genau, ich gebe ihr... Stimmt, ich habe doch ewiges Eis gefunden, Yvonne. Ich gebe ihr einfach ewiges Eis. Und dann gebe ich auch noch einen Hypertrank. Stimmt, ewiges Eis. Oh, ich habe doch ewiges Eis, ich Trottel. Habe ich eine Attacke, die Elektroattacken verstärken? Nee, ne? Oh, Item zum Träger immer ist immer schwer und senkt die Geschwindigkeit des Trägers. Ja, okay, das ist dumm. Ampflanke, Pflanzenattacken, Wechselfülle. Erhöht den Spezialangriff. Erlaubt aber nur eine Attackenart. Okay, dann ist kacke. Ich habe eigentlich irgendwas gehofft, was irgendwie Elektroattacken nochmal pushen könnte. Aber wie ihr seht, tut es das nicht. So, gegen den möchte ich jetzt noch kämpfen in dieser Folge. Und den werden wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Eigentlich packe ich ja immer die Arena in eine einzige Folge, aber ja. Die Arena ist, glaube ich, auch relativ groß. Und da kommt ein Seepaar. Na, super. Na, das falsche Pokémon vorne. Ah, Windhose. Sehr schwache Attacke, aber deswegen soll es nicht so viel abziehen. Und Schmelly streckt natürlich zurück. Und jetzt kommt mit Hydro-Pumpe? Das ist keine Hydro-Pumpe? Ist klar. Komm, Body Slam, danke. Sie das ab Hälfte, ne? Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen mit mehr gehofft. Leider kann man Seepaar nicht so oft empfangen in irgendwelchen Spielen. Das ist ein Problem, weil sonst hätte ich Seepaar schon oft ins Team genommen. In irgendwelchen Let's Plays. Ich mag Seepaar, aber das ist so schwer zu fangen manchmal. Wieder Hydro-Pumpe. Sei doch nicht so OP, Seepaar. Wollen nicht zurückgestreckt. Wie mich hier ein Seepaar auseinanderpflückt, unglaublich. Das ist nicht mal ein Simon, Alter. Jetzt kommt ein Simon, das können wir wegsweepen. Wenn wir den treffen. Wieso verstecke ich gerade meine Eisattacke? Was kommt ein Seepaar, ey? Unglaublich. Er sagt, wenn eine Donnerattacke trifft, dann ist der Gegner meistens tot. Ah, jetzt haben wir zwar Pech, aber ich hoffe, dass das später bei der Arena-Leiterin nicht so ist. Da hoffe ich, dass es trifft und dann sweept hier Genke alles weg. Wir haben halt noch keinen Donnerblitz. Hätten nur Donnerblitz, dann wäre es richtig geil. Blue
Lupfstrahl zieht schon relativ viel ab. Das ist nicht so gut. Down. Oh, dieses Seemonalter. Aber Seegesang kriegt er wenigstens ein bisschen KP. Das ist gut. Das wird uns wahrscheinlich auch ein bisschen helfen in der Arena. Die haben alle keine Unlichtattacken oder Geistattacken. Nein, ich wollte die Folge jetzt beenden. Nicht noch kämpfen. Okay, sorry, Leute. Danach mach mal die Folge beenden. Also ich bleib denn hier direkt hier stehen. Eigentlich wollte ich jetzt nämlich meinen Pokémon noch heilen. Oh, die hatten sie immer natürlich. Toll, darf ich gleich heilen. Oh. Und ich wechsle. Mann, dann muss ich zweimal zum Pokémon Center rennen, oder was? Na ja, klar, zurückgestellt. Wie zieht das ab? Ich habe eine andere Idee. Es war jetzt gut, dass ich das jetzt paralysiert habe. Jetzt mache ich Erholung. Und setzt Trick 17 ein. Jetzt setzt nämlich Agilität ein, das dachte ich mir schon. Dass irgendwas Dummes jetzt macht. Denn jetzt kann ich nicht wechseln auf ihn hier. Ach doch, das mit Ego-Trip, das ist eine gute Technik eigentlich. Na, Agilität ist mir relativ. Nein, das versucht jetzt wieder seine Schwäche wieder wegzumachen. Dass es seine Initiative erhöht. Und das Dämon ist schon wieder schneller. Unglaublich. Boah, okay, legt sich ziemlich viel ab. Komm, Step. Überlebst du, Junge. Das juckt dir. Das juckt dich nicht. 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 Oh. Ah, ernsthaft? Critical Hit? Komm, Technorax. Hau das viel zu klein. Was ist denn ernst? Du schaffst es ernsthaft nicht? Schon ein bisschen schwach, Junge. Natürlich ist er mit Lake schneller. Wenn du mal eine gescheite Psychoattacke hättest, Junge. Oh. Level 35 für Melly, Gott sei Dank. Das ist wenigstens ein positiver Aspekt. Und wir sehen uns jetzt endgültig in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, und ciao.